Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück in Train Sim World 3 und fahren heute nach Fahrplan mit der wunderschönen Baureihe 612, sozusagen in der Rückrunde, von Chemnitz bis nach Dresden. Bedingt der Länge, der Strecke, der Linie machen wir in den Video Zweiteiler draus und cutten das ganze Ding in Freiberg, am Bahnhof Freiberg. Und mit 2 Tage Zeitversatz wird dann der zweite Teil der Rückfahrt rauskommen. Rückrunde deshalb, weil wir die Hinrunde schon vor geraumer Zeit hier auch auf unserem kleinen Kanal abgefahren haben mit der 612. Entsprechend dazu mal, ich glaube im Herbst war es von Dresden bis nach Chemnitz, jetzt entsprechend zur schönen Winterzeit, andersrum von Chemnitz nach Dresden. Wir fahren eine Einzeltraktion, denn am Ende kommt gleich ein Game trotzdem eine Doppeltraktion hier heraus. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Schaut es euch selber an. Und ja, Taranta-Rampe ist klar. Wir fahren schon so in der Nachmittagsdämmerung zur Winterzeit um 16.01 Uhr in Chemnitz los. 55 Minuten offizielle Fahrzeit. Bei mir wird es sicherlich mal wieder ein bisschen länger dauern. Benutzerdefiniertes Wetter. Wir stellen den Schneegrad voll hoch. Damit ist weiterhin gegeben, dass Jacko auch ein Winterschönwetterfahrer ist. Und jo, PZB, Sifa und Kose, meine Freunde, ob den wirklich so ist, wir werden es gleich sehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und sage, auf geht's. So, 213,5 Tonnen bei 4 Zugeinheiten, bei 100,7 Meter Länge. Ja, ihr seht, das ist ein Zweiteiler. Ein Zweiteiler? Eine Doppeltraktion, so wollte ich sagen. Gut, wir machen mal klar, was klar zu machen ist. Richtungswende auch vorwärts. Türen links entriegeln, öffnen. Dann machen wir hier knickknack, den rein, den so. Und wir machen mal gleich... Zuglichter sind die Innenraumlichter vom Fahrgastinnenraum. Fahrgastinnenraum, sagt man das so? Auf jeden Fall, die sind es. Ich habe lange gesucht, habe es jetzt erst gefunden. Und ja, was müssen wir noch machen? Wir müssen natürlich den Netzschalter einschalten, die GST aktivieren bzw. einschalten, den noch Spitzensignale on. Und ich glaube, dann haben wir es. SIFA an, PZB an. Nochmal von draußen geguckt, ob auch Licht jetzt wirklich an ist. Ja, ist an. Wunderschön. Ist auch ein schönes Gefährt, oder? I like. Also das Ding ist echt mega. Ich bin, glaube ich, noch ja, fast schon drüber. Türen schließen und wir gehen in die andere Perspektive. Aufs andere Gleis am besten rüber. Ich glaube, das ist eine schöne Perspektive für die Ausfahrt. Lösen die Bremse, legen die Leistung rein. Wir dürfen eigentlich gleich auf 80 km/h hochknallen und ja, schieben Leistung rein, geben Gas. So what? Was soll's? Nochmal kurz befreit. Zip, zip. Den Bahnhof nochmal wach gemacht. Verabschiedet. Ja, und ich sag, schön, dass ihr reinschaltet. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Ebenfalls freue ich mich auf eure Likes und Kommentare. Vielen lieben Dank vorab dafür. Und jetzt geht's auf in diesem Video erstmal bis nach Freiberg. Oh, guck mal. Ich wollte gerade sagen, Spitzenbeleuchtung, Zugschlussbeleuchtung. Ist aber richtig, hat nur so ausgesehen. Also, rein ins Gefährt. Das hat, muss ich leider noch anlassen. Ich komme noch nicht ohne klar. Ich habe es letztens schon gesagt. Wäre ja so eines meiner Ziele, auch mal zukünftig dann irgendwann ohne hat, hier über die Gleise rutschen zu können. Aber bis das mal passiert, werden sicherlich noch so einige Videos vergehen. Dafür bin ich auch relativ viel an Erfahrung, dass ich das schaffe. Auch hinsichtlich, naja, Streckenkunde ist falsch gesagt, aber die ganzen Signale, die ganzen Zeichen am Streckenrand, die beherrsche ich noch nicht so weit, dass ich hier ohne das HUD klarkomme und auch alles hier sonst vom eigentlichen Cockpit ja, ablesen kann. Gut, so viel dazu. Ansonsten schöne Abenddämmerung, oder? Oh, wir können schon geben. Sieht schon sehr schön aus. Gefällt mir unheimlich gut. Hier steht auch gleich erstmal alles rum, was so als rollbares Material hier rumfahren kann. Die Rangierlok, da drüben nochmal eine 612 als Doppeltraktion, eine Dosto-Garnitur, eine Baureihe. 112? 143? Shit. Ihr seht es auch mit den Baureihen, ich habe es weiterhin nicht so. Gebe mir aber Mühe, es wird ja besser. Kommt Zeit, kommt Rat. Spiel ja erst ein paar Monate. Nächster Halt ist Flöha in 9,9 Kilometer. Kriegen wir hin. Und ja. Ich hoffe, dass wir solide durchkommen. Mindestens erstmal bis Freiberg ohne Zwangse oder sonst was. Das wäre schon cool. Würde ich mich freuen, wenn das so klappt auf jeden Fall. Ja, und die 612. Also, einer meiner Favoriten mittlerweile. Muss ich schon sagen.
mittlerweile habe ich ja schon eine ganze Menge an Rollmaterial, ob Diesel oder Stromer, hier in Transim World gefahren. Bei weitem noch nicht alles, auch klar. Aber schon nicht mehr wenig, also eine ganze Menge. Und ja, erlaubt mir das schon gern als Bewertung, dass die 612 ganz vorne mit dabei ist. Oh, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Was es angeht hinsichtlich physikalische Fahreigenschaften und wie auch die Physik wirklich bis zu dir als Fahrer hier in der Simulation an der Tastatur ankommt, also da ist die schon echt gut, glaube ich. Mir taugt's, das Feeling ist super, auch mit der Neigetechnik natürlich, aber vor allem, ja, das Anfahren ist super, das Bremsen ist super, das gesamte Fahrgefühl ist einfach nice. Die Bremse natürlich auch sehr performant, sehr stark, also das Ding jagt mal richtig in die Eisen, das bremst locker doppelt so gut, wenn nicht sogar Faktor 3 gegenüber der 423. Also da geht schon einiges und ja, das passt auf jeden Fall. Ich glaube, eine AFB oder eine andere Art von Tempomaten gibt hier nicht bei der 612, oder? Sollte es doch eine geben, korrigiert es mich unbedingt via Kommentare. Ich fahre Freihand sozusagen, ohne Tempomat, AFB oder ähnliches. Einfach, ja, weil ich mir denke, da gibt es nichts. So, wir müssen gucken, dass hier alles funktioniert, was wir machen. Geht ein bisschen bergab, Leistung ist aber raus. Und von daher, ich kenne es ja noch aus der Hinfahrt, wie vorhin schon eingehend erläutert, Dresden-Chemnitz. Man ist schon permanent auch hier beschäftigt, dass man immer irgendwo ja, auf Geschwindigkeit bleibt, auf der Geschwindigkeit bleibt, wo man bleiben möchte. Bedingt vieler Steigungen, vieler Gefälle hier über die Taranta-Rampe hinweg. Du bist permanent am Rumfingern. Also, ich weiß nicht, ob ihr das besser schafft als ich, aber ich bin da schon immer irgendwie am Tun und Machen, dass ich so immer am Max-Speed fahre. So, wir müssen runter, sonst wird gleich die Gear-Neigetechnik meckern. Ja, da kommt es auch schon. Wir sind aber schon unter 120. Passt, wir haben uns sogar verbremst. Ah, Shit-Kram. Nein. Also, verbremsen ist auch immer uncool. Kommt immer drauf an, wie doll man sich verbremst, aber der Bremser war schon gut. So, Flöhr noch 4,5 Kilometer, dann geht es jetzt weiter runter auf 100. Dann bleiben wir auch gleich mal hier. Mehr Schub braucht man nicht nochmal geben. Sifa, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Zugdurchfahrt, wir kommen. So, sie meldet sich nochmal. Aber auch das auf der Hinfahrt, auf der Hinrunde sozusagen. Jetzt können wir ja Schub geben, gell? Ach nee, nicht mal. Die 100 kommen ja erst noch. Auf der Hinrunde Dresden, Chemnitz, habe ich mich ja durchaus mehrmals gefragt, was es denn mit der blinkenden GNT auf sich hat. Aber ich glaube, ich bin mittlerweile so schlau zu wissen, dass es tatsächlich auch so eine Art indirekte Bremskurve ist, die im Hintergrund mitläuft, die jetzt im Spiel oder im HUD nicht angezeigt wird. Aber entsprechend warnt sie dich einmal mehr, wie schnell du wirklich um eine Kurve fährst und bremst dich, zwangsbremst dich auch auf die maximal mögliche Geschwindigkeit runter, die du fahren kannst. Heißt, wenn du hier mit 120 ankommst vor der Kurve und nur 100 rumbrezeln darfst, dann bremst dich die GNT-Zwangse sozusagen bis auf die 100 runter und dann deaktiviert die sich, glaube ich, entweder von selbst oder du kannst sie aushebeln. So, können wir hier wirklich 140? Habe ich jetzt nicht mitbekommen. Das ist wieder, wenn ich rumschnacke. Dann schieben wir die Leistung mal wieder rein. In Kürze geht es dann wieder runter auf 90. C'est la vie. Ja, weiß ich nicht, ob ich es richtig erklärt habe, ob ihr es verstanden habt, aber so, denke ich, ist der Zusammenhang hinsichtlich der Gear-Neigungstechnik, oder? GNT, für was soll das sonst stehen? Habe ich mir jetzt mal so zusammengereimt, würde aber Sinn machen. Und, ja, von daher, da meldet sich schon wieder. Wir müssen tatsächlich mal reinbremsen. So, verbremst, definitiv. Weiß ich jetzt schon. Zum Glück geht es bergab, das fängt uns ein bisschen auf. Wobei, verbremsen gar nicht schlimm ist, wir müssen sowieso jetzt halten. Zugbegegnung, da vorne gibt es ein Dosto, der kommt uns entgegen. Check.
650 Meter noch bis zum Haltepunkt in Flöha, Gleis 6. Ja, servus, Kollege. Schön im Schnee, gell? Mann, das sieht schon wieder fantastisch aus, wirklich, muss ich sagen. Rätseln wir ein bisschen schnell rein? Ich glaube nicht. Die Zugbremse bremst halt gewaltig gut, ja. Guck dir das an. Niemals im Leben wird eine 423 hier so reinbremsen. Türen entriegeln. Oh, schön, oder? Es ist einfach ein herrliches Gerät. Wirklich. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann können wir schon wieder Türen schließen. Und dann geht's schon weiter. Was ist denn jetzt los hier? Warum geht nicht weiter? Echt? Tür noch auf? Nee, aber es ruckelt dafür ganz gewaltig. Jetzt? Hey, keine Ahnung, was jetzt gerade los war. Gehen wir mal Schub. Wir haben noch ein langes Stück Fahrt vor uns. Keine Ahnung, was das war. Also, auf geht's, Abfahrt. Weiter Richtung Freiberg. Schön, oder? Wunderschön. So, was gibt's sonst noch zu sagen? Ich glaube, ich habe bald alles gesagt, was mir wichtig war zu sagen. Erstmal für die Fahrt. Licht ist hinten drin an. Einzustellen ist nicht mehr. Wir könnten, nur mal für mich zum Checken, rein theoretisch noch, das anmachen. So, machen wir es wieder aus. Wunderbar. Also Tastenkombis packe ich mittlerweile auch schon. Es läuft. Ja, 19 Kilometer bis Freiberg. Das wird dann schon sicherlich, was sagt die Anzeige? Das sind 15 Minuten von hier aus. Das ist schon echt heftig. Hinsichtlich für ein einfaches Video hier für euch. Da halten wir die wenigsten durch. Bin ich jedenfalls der Meinung. So wird es mir jedenfalls selber gehen, wäre ich Zuschauer. Aber von daher würde ich vorschlagen, enjoyen, genießen wir jetzt auch einfach mal die Fahrt. Und wenn ich dran denke, richte ich ein Videokapitel ein. Dann könnt ihr entweder zum einen vorseppen bis kurz vor Ankunft am Freiberger Bahnhof, damit ihr die Einfahrt noch miterlebt. Oder ihr seht ja hier auch den Fahrplan und wisst in etwa, insofern wir unterwegs nicht irgendwas vergacken, wann wir denn ankommen, wie weit ihr jetzt im Video vorseppen könnt. Und ich lasse das Video mal laufen, ohne Zeitraffer. Viele von euch haben gesagt, hey Jaco, mach mal nicht immer die Zeitraffer mit rein. Und von daher lasse ich das so laufen, drehe die Musi dafür ein Stück auf. Habe hier natürlich auch noch zu kämpfen, dass ich immer am Maximum fahre. Vorsicht an der Bahnsteigkante, Zugdurchfahrt, aber auch wiederum alles hier immer so im Blick behalten, dass man immer maximal am erlaubten Limit fährt. Das ist nicht einfach zurücklehnen. Ein bisschen bremsen, ein bisschen die Leistung immer schieben, justieren. Von daher, ich bin am Start, aber ich halte mal meine Schnute, mache die Mucke ein bisschen lauter und wir fahren bis Freiberg unkommentiert durch. Kurz vor Ankunft melde ich mich zurück, denn für die letzten Minuten im Video, bevor wir dann auch schon mit diesem Video erstmal zu Ende sind und dann am zweiten Teil weiterfahren von Freiberg bis nach Dresden, wahrscheinlich zwei Tage später. Guck mal, wie schön! Oh, sieht so nice aus. Wirklich wahr. Wirklich, wirklich wahr. Eine Sache wollte ich noch mal checken, bevor ich jetzt meinen Mund halte, wenn ich hier aufmache. Wie laut ist das? Okay, beide auf. Dann ist hier voll Durchzug. Oh, wir müssen langsamer. Wir müssen definitiv langsamer, sonst gibt es eine kurze Zwangse. Okay, volle Verbremsung.
Checo richtig gut gemacht. Wieder rumgespielt, rumprobiert. Ich wollte noch mal kurz gucken, wie laut das ist. Also, mir wird kalt. Schön die Fenster, ne? Die ganze Karre fetzt aber. Also, die ist schon echt nice. So. Jetzt aber wirklich gut hier. Leistung rein. Ach. Wieder hoch auf 60. Guschen halten. Bis kurz vor Freiberg. Wird mir schwer fallen. Bis gleich. Thank you.
So, Freunde, noch 2,3 Kilometer bis Freiberg. Und ich spiele so ein bisschen mit der Beleuchtung rum, mit den Spitzensignalen. Ich weiß nicht, ob ich das machen darf. Ob man das so macht, aber ich würde halt abblenden, wenn Gegenverkehr kommt oder am Bahnhöfen. Ist sicherlich nicht korrekt, aber irgendwie gefällt es mir gerade so besser hinsichtlich der Sicht nach vorne raus. Von daher habe ich es mal so getan. So, wieder eine Verbremsung. Kaum fange ich an zu reden, habe ich nicht mehr alles im Blick und werde unsicher. Sind wir ja soweit gut durchgekommen. Wie gesagt, immer ein bisschen am Rumklickern. Leistung versus Bremse. Zu viele Verbremser habe ich tatsächlich noch, auch wenn ich gerade nicht spreche, sondern mich eigentlich voll auf Steigung, Gefälle konzentrieren kann. Ja, ist halt so. Aber was soll's. Schön, dass ihr bis hierher erstmal reingeschaltet habt. Und ich sage vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt uns sehr gerne ein Abo da. Ebenfalls freue ich mich auf eure Likes und Kommentare. Hier jetzt in Freiberg endet dieses Video. Und dann im nächsten Video oder im zweiten Teil, zwei Tage später, geht's weiter bei diesem wunderschönen Winterwetter bis nach Dresden. In dem Sinne, ich sag schon mal ciao, ciao, baba, macht's gut.